Jetzt zeige ich euch mal, was die Parazyst so kann. Parazyst ist eine Waffe, die kann man im Biolab aus dem Dojo bekommen. Ist eine Infested-Waffe, die von sich aus schon 25 Gift macht. Heißt ignoriert Schilde. Kann man dann auch noch modden auf korrosiv und viral. Also relativ vielseitig einsetzbar und ist eine Burst-Fire-Waffe. Jedes Mal, wenn ihr auf Schießen drückt, kommen drei Projektile raus, haben Travel-Time und machen wie gesagt Giftschaden. Die Waffe hat auch einen alternativen Feuermodus, dafür hält man die rechte Maustaste eine Sekunde ungefähr gedrückt und dann kann man eine Harpune verschießen, ähnlich wie die Ancients das machen, also die uralten. An sich ist diese Waffe ganz okay, aber jetzt nicht berauschend. Man muss halt eben wissen, die drei Projektile, das heißt, es macht nicht von sich aus 25, sondern 75 Schaden. Richtig gemoddet, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen puren Giftbild macht, macht ihr später so 2 bis 3000 Schaden mit einmal draufdrücken. Interessant ist, dass die Harpune, wenn ihr damit einen Gegner trefft, direkt 3 Procs macht. Heißt, man könnte theoretisch bei dieser Waffe auf Viral gehen, mit wenig Status. Der erste Treffer muss dann mit der Harpune sein, damit das Leben halbiert wird. Danach hält man mit der Waffe richtig drauf. Jetzt nur als Beispiel. Was ich an dieser Waffe etwas enttäuschend finde, ist, dass sie sich nicht mal annähernd verhält wie die Akrit. Das heißt, wenn wir den Elementarschaden ändern, haben wir auch einen anderen Proc. Nicht so wie bei der Akrit. So, dann zeige ich euch erstmal die Harpune. Zieht auch die Gegner zu uns ran. Und könnte vor allen Dingen in Capture-Missionen auch ganz interessant sein. Und so spielt sie sich halt mit, ja, Primärangriff. Also stinknormale Burst-Fire-Waffe. Also, ich muss sagen, persönlich bin ich jetzt leider kein Fan davon. Hat mich etwas enttäuscht, diese Waffe, aber wenn ihr die Former übrig habt und den Beschleuniger, ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Es gibt nur bessere. Ich denke, da könnte sogar die Karak mit einem reinen Giftbild effektiver sein. Einfach weil die anderen Waffen Hitscans sind, das heißt keine Projektilflugzeit. Und auch einfach, weil die Feuerrate konstanter ist. Zum Beispiel bei so einer Burst-Fire-Waffe, ihr verschwendet auch Munition, wenn der Gegner zum Beispiel noch ein Drittel von seinem Leben hat, ihr eine Kugel brauchen würdet und drei Stück verschießt. Was man hier jetzt noch schön sehen kann, von meinem C4, der Tornado, wurde durch die Parazyst direkt auf Gift geändert, statt Magnetschaden, wie es normal ist. Hier hat man gerade noch schön gesehen, wie die Parazyst einfach die Schilde umgangen hat, wegen dem Giftschaden. Wenn man rein Giftbild macht, sollte man sich eigentlich schon Gedanken drüber machen, ob man nicht auch den Projektilgeschwindigkeitsmod reinmachen will. Das funktioniert und ich denke, ist auch mal keine so schlechte Wahl. Wobei die Travel Time von diesen Projektilen auch schon nicht langsam ist.